Das Bündnis Sarah Wagenknecht in Sachsen braucht eure Hilfe. Wenn ihr in Sachsen wohnt, dann passt jetzt gut auf. Der gute Jens Dietzmann vom BSW Sachsen hatte mich angeschrieben und mir gesagt, ich solle auf jeden Fall weitergeben, dass das BSW Unterstützerunterschriften braucht. Ich zeige euch jetzt mal, was das BSW selber auf seiner Seite dazu schreibt. Ihr seht die Seite des BSWs hier. Landtagswahlen 2024. Am 1. September finden in Sachsen Landtagswahlen statt und das BSW braucht Unterstützerunterschriften. Insgesamt braucht man 1000 Unterschriften und für jeden Wahlkreiskandidaten braucht man nochmal 100 Unterschriften. Also, wenn ihr das Formular finden wollt, dann müsst ihr, ich zeig's nochmal, auf die Seite des BSW gehen und dann auf dieser Seite hier auf diesen Link klicken und dann findet ihr dieses Unterstützerformular. Das müsst ihr entsprechend ausfüllen und dann in eurer jeweiligen Gemeindeverwaltung geben. In diesem Sinne, also war es auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Es ist tatsächlich so einfach. Ihr müsst einfach nur dieses Formular hier ausfüllen. Ich zeig euch nochmal, wie ihr da hinkommt. Ihr seid hier auf der Seite des Bündnis Sarah Wagenknecht. Ihr geht auf diesen Untertitel hier, Landtagswahlen 2024. Und dann druckt ihr euch das Formular hier aus, füllt das aus, gebt es ab. Und schon habt ihr das BSW unglaublich unterstützt. Dann kann das BSW nämlich in allen Wahlkreisen 2024 in Sachsen bei der Landtagswahl antreten. Das heißt, solltet ihr in Sachsen wohnen, macht das bitte. Ihr würdet dem BSW damit wirklich weiterhelfen. Danke nochmal an Jens Dietzmann, dass er mich da angeschrieben hat. Ist ja gut, wenn auch das BSW-Vorfeld hier ein bisschen Unterstützung leistet bei Aufrufen zu solchen wichtigen Sachen. Also ihr wisst, in Deutschland ist das bürokratisch sehr schwierig, zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen anzutreten, vor allem als neue Partei. Deswegen unterstützt das BSW, solltet ihr in Sachsen wohnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mit dem guten Jens Dietzmann wird es vermutlich auch bald einen Talk geben, wo wir uns dann über die Landtagswahlen in Sachsen unterhalten werden.